Hallo miteinander. Guckt mal, welches Verb ist hier versteckt? Посмотрите, какой глагол спрятался здесь. Stimmt, das ist das Verb schenken. Верно, это глагол schenken. Wir sprechen heute wieder über die Geschenke zum Geburtstag. Nun, stopp das Video. Und konjugiert das Verb schenken. Остановите видео и запишите в тетрадь движение глагола schenken. Обратите внимание на личные окончания. Nun überprüft euch. Sehr gut. Haltet wieder das Video an. Ergänzt das Verb schenken in der richtigen Form. Остановите видео. Заполните пропуски глаголом schenken в правильной форме. Nun überprüft euch. Gut gemacht. Schlagt jetzt bitte eure Bücher auf Seite 22 auf. Übung 2a. Seite 22, Übung 2a. Haltet das Video an und lest Petras Blog. Welche Geschenke schenkt Petra? Остановите видео и прочитайте на странице 22 блог Петры. Какие подарки дарит Петра своим близким? Nun überprüft euch. Petra schenkt Oma Lotte eine Geburtstagskarte. Petra schenkt dem Vater ein Buch. Sehr gut. Nun macht eure Bücher auf Seite 27 auf. Übung 6a. Seite 27, Übung 6a. Stoppt das Video und lest die Regeln. Остановите видео и прочитайте правила на странице 27. Обратите внимание, глагол schenken отвечает на вопрос wem, кому, и требует после себя дательного падежа. Мужской и средний род получают артикли dem или einem. Женский род артикли der или einer. Во множественном числе неопределенный артикль отсутствует, а определенный меняется на dem. Schlagt jetzt bitte eure Bücher auf Seite 28 auf. Übung 6b. Seite 28, Übung 6b. Haltet das Video an und schreibt die Wörter in den Klammern im Dativ. Остановите видео и выполните упражнение 6b на странице 28. Откройте скобки и запишите слова в дательном падеже. Überprüft euch. Проверьте себя. Sehr gut. Wem schenkt Karin die Geschenke? Drückt kurz auf die Pause. Und ordne zu. Кому дарит Карин эти подарки? Поставьте видео на паузу и запишите в тетрадь предложение. Überprüft euch. Gut gemacht. Und was schenkt ihr der Mutter und dem Vater? А какие подарки дарите вы маме, а папе? Sehr gut. Für heute machen wir Schluss. In der nächsten Stunde arbeiten wir am Thema weiter. На сегодня все. Мы продолжим с вами на следующем занятии. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.